Ja, guten Morgen. Wir sind von der Bürgerinitiative Stopp 5G Landkreis Gifhorn. Mein Name ist Nicole Wolf. Mein Name ist Christine Seeger. Und wir stehen hier als Bürgerinitiative Stopp 5G Gifhorn, Landkreis Gifhorn, um hier ein bisschen zu informieren. Wir sind jetzt das dritte Wochenende in Folge hier. Heute ist der 20. Juli. Und ist heute der 20. Juli? Ja, 2019. Ah ja, genau. Und wir informieren hier ein bisschen zu der Thematik 5G, zu der Thematik Mobilfunkstrahlung. Denn das, was in den Medien kommuniziert wird, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber das, was primär durch die Medien geht, ist alles pro 5G, es ist alles so toll. Wir müssen alles vernetzen miteinander, das Internet der Dinge, autonomes Fahren. Und es kommt sehr selten das Thema Gesundheitsrisiken überhaupt auf den Schirm. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir darüber informieren, dass wir auch die Menschen darüber informieren, welche Haftungsrisiken sie eingehen, wenn sie beispielsweise 5G-Antennen bei sich auf dem Grundstück oder am Haus installieren lassen. Und wir sammeln auch Unterschriften dafür, damit wir auch bei der Politik ein bisschen mehr Druck ausüben können. Wir stellen ganz einfach fest, bei den Menschen, die bei uns vorbeikommen, es gibt drei Kategorien. Die erste Kategorie sind diejenigen, die sagen, wo muss ich unterschreiben. Das heißt, die brauchen wir gar nicht mehr groß informieren, die sind bereits informiert. Die zweite Kategorie sind die Menschen, die interessiert schauen. Wir haben ja große Transparente hier stehen mit 5G, nee, oder auch mit Anwalt gesucht oder eben auch mit den Handschellen. Und da sind die Leute interessiert und kommen auf uns zu. Diese Menschen informieren wir dann zunächst und die dritte Kategorie, das sind aber tatsächlich nicht viele. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt, aber es sind nicht viele, die tatsächlich abwinken und uns als Spinner darstellen. Genau. Ja, ansonsten haben wir heute auch zum ersten Mal dabei, wir sind ja jetzt zum dritten Mal in der Innenstadt, wir haben heute zum ersten Mal einen ESMOG-Spion dabei. Das ist ein sehr einfaches Messgerät, mit dem man elektromagnetische Strahlung hörbar machen kann. Und das wollten wir einfach mal hier ausprobieren, denn wir haben hier auf dem Platz, auf dem wir sind, beim CK-Brunnen heißt das, haben wir oben auf dem Haus eine Senderanlage, die man jetzt wahrscheinlich nicht sehen kann, weil dort ein Baum sich befindet. Aber wenn man dieses Gerät mal anschaltet, kann man das sehr gut hörbar machen. Genau. Und man kann es nicht nur hörbar machen, man kann es auch an dieser Skala hier ganz gut sehen. Soll ich es schon mal demonstrieren? Genau, ich mache dieses Gerät jetzt an. Ich habe hier eine Antenne, die habe ich oben installiert. Ich mache dieses Gerät an, so auf HF. Ich kann es hier oben noch geräuschlich, kann ich das beeinflussen. Sie sehen, es schlägt aus bis in den höchsten Bereich und es ist total laut. Ja, und mit kann keiner sagen, dass das keinen Einfluss auf uns hat. Und wenn jetzt noch 5G dazukommen soll, was mindestens die 100-fache Erhöhung noch hat, wie so und so schon, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut für uns ist, für uns alle, die hier auf dem Erdkreis Erde leben. Ja, genau. Mach mal wieder aus, man kann dich sonst nicht hören. Ja. So. Genau. Also es geht nur nicht darum, man kann es sich nicht vorstellen, sondern es ist tatsächlich bewiesen. Es gibt etliche Studien, die das belegen. Man kann es auch nachlesen bei der Diagnose Funk. Die Diagnose Funk ist eine sehr gute Quelle dafür. Ja. Da gibt es eine Datenbank, EMF Data, da sind 465 Studien gelistet und kategorisiert. Und da kann man sich durcharbeiten bis auf die einzelne Studie runter. Also wenn Sie dort Interesse haben, dann schauen Sie da mal rein. Zu diesem Messgerät kann ich sagen, man kann dort keine qualifizierte Messung durchführen. Man weiß nicht, wie viel Mikrowatt pro Quadratmeter man jetzt ausgesetzt ist. Das kann man einfach nicht ablesen. Es gibt aber gute Messgeräte, die das können. Und so ein Messgerät hatten wir auch einmal bei mir in der Firma im Einsatz. Und dieses Messgerät hat zum Beispiel an einem Standardarbeitsplatz durch die Mobilfunkantennen, die wir draußen vor dem Gebäude haben, da sind drei an der Zahl, da kam ein Wert raus von 1600 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und ich kann sagen, dass das Geräusch, wenn ich meinen ESMOG-Spion dort anmache, war sehr viel weniger als das, was wir hier jetzt gehört haben. Das heißt, wir liegen hier wirklich weit über 1600 Mikrowatt pro Quadratmeter. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Grenzwerten. Es heißt immer, die Grenzwerte würden uns schützen, die gesetzlichen Grenzwerte würden uns schützen. Das ist auch das, was das Bundesamt für Strahlenschutz in letzter Zeit immer wieder von sich gibt.
Die gesetzlichen Grenzwerte, dafür ist es notwendig zu wissen, was ist denn überhaupt der gesetzliche Grenzwert und was bildet der ab, wie wurde der mal hergeleitet. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter und gilt im Übrigen auch nur für ortsfeste Sendeanlagen. Also alles das, was man nicht bewegen kann. Dazu zählt also kein Handy, kein Smartphone, kein Tablet, kein Laptop, kein WLAN-Router oder ähnliches. Die alle fallen nicht darunter. Der gesetzliche Grenzwert von 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter wurde vor mehreren Jahrzehnten festgelegt. Und er wurde folgendermaßen festgelegt: Man hat totes Gewebe genommen und hat es einer Strahlung ausgesetzt. Und diese Strahlung sollte schlussendlich nicht mehr als 1 Grad Celsius bei diesem Gewebe erwirken, also Erwärmung innerhalb von 30-minütigen Exposition. Also nochmal, wenn Sie sich 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter aussetzen, dann wird Ihr Körper innerhalb von 30 Minuten um 1 Grad wärmer. Ich höre dann auch immer gern das Argument, dann würden wir alle ja Fieber bekommen. Nein, bekommen wir nicht, denn die Belastung, der wir aktuell ausgesetzt sind, liegt weit unter den 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter, aber sie liegt auch weit über den 30 Mikrowatt pro Quadratmeter, bei denen bereits biologische Prozesse im Körper ablaufen. Nochmal ein paar Worte zur Haftung. Hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, zumindest ansatzweise, dass Sie als Immobilienbesitzer aufgefordert werden, ihr Haus, ihr Grundstück zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte noch ein paar Worte auch zum Thema Haftung der Hersteller von Endgeräten erzählen. Denn auch die Hersteller wissen, dass sie sich schützen müssen vor potenziellen Schadenersatzklagen. Und zwar kommt es daher, dass auch die Rückversicherer die Studienlage analysiert haben und diese Studien nach der Analyse der Studienlage festgestellt haben, dass die Mobilfunkstrahlung sehr wohl eine Risikotechnologie ist, und zwar genauso eine Risikotechnologie wie die Nanotechnologie, wie auch die Atomkraft. Diese Technologie wurde also in die höchste Risikoklasse eingestuft und wird demzufolge nicht versichert. Das heißt, dadurch, dass sie nicht versichert wird, sind die Hersteller sitzen jetzt zwischen den Stühlen. Sie haben jetzt ein Problem, denn sie sind einfach der Situation ausgeliefert, dass später ein Endbenutzer kommen kann und kann sagen, der WLAN-Router, das Handy oder was auch immer, hat bei mir jetzt eine Krankheit ausgelöst. Und um sich davor zu schützen und diese Schadenersatzzahlung nicht leisten zu müssen, gehen die Hersteller folgenden Weg. Es gibt zu jedem Gerät eine Bedienungsanleitung und in jeder Bedienungsanleitung gibt es Sicherheitshinweise. Die meisten Menschen lesen das nicht, weil die Geräte in der Regel sehr intuitiv zu bedienen sind. Wenn Sie das aber einmal lesen, lesen Sie zum Beispiel die Bedienungsanleitung des Standard-WLAN-Routers von der Telekom, des Speedports. Dort steht drin, bitte vermeiden Sie das Aufstellen des WLAN-Routers in der Nähe von Kinder-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen. Und das machen die Hersteller nicht, weil die so nett sind, sondern das machen sie, um sich zu schützen vor potenziellen Schadenersatzansprüchen von den Endnutzern, nennen wir sie mal. Ja, genau. Gut, ich glaube, reicht? Ja. Perfekt. Danke.